Ja, also wir haben unser Radrennen um ein Kriterium um den Weihring zum 39. Mal. Wir haben das erste, allererste Rennen, das der Herr von Murer gemacht hat, war Zeitfahren rund ums Unterland. Und seither gibt es das Kriterium rund um den Weihring, 39 Mal. Und wie viele Fahrer sind jetzt da heute am Start? Also insgesamt haben wir etwa zwischen 200 und 250 Fahrer am Start. Wir haben sieben Rennen, glaube ich, drei Schülerrennen. Dann haben wir das Rennen von den Anfängern, das jetzt gerade läuft. Dann haben wir das Juniorenrennen, Damenrennen und das Elite-Rennen von den Herren. Und am Mittag kommen noch Piccolo, die ganz Kleinen dran und ein Scooter-Rennen für jeden Mann haben wir auch noch. Und welche Regionen fahren da mit? Also wir haben Fahrer aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und aus Liechtenstein, die mitfahren mit der Rennen. Ja. Ja, also das Kriterium ist ja eine kurze Runde umfahren, auf 860 Meter hat es hier um den Weihring rum. Die Elite muss 55 Mal fahren und da braucht es Ausdauer, aber auch Sprintfähigkeit und Schnellkraft. Also ich muss eigentlich sehr viel Fähigkeiten mitbringen. Auch Technik ist entscheidend, um Kurven, im Kaffeematt vorne, das ist eine berüchtigte Kurve, da gibt es ab und zu Stürze und da muss man wirklich technisch auch sehr gut drauf sein, sonst hat man keine Chance bei dem Rennen. Der am Kaffeematt-Rank ist also wirklich eine schwierige Kurve. Also, ich bin früher auch viele Rennen gefahren, auch in der Schweiz. Und es ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Kurve. Es hat auch immer viele Zuschauer dort. Dort ist eigentlich Spektakel. Und gerade bei den Herren geht es manchmal richtig zur Sache. Wenn Positionskämpfe sind und Sprintanzahlen werden, so das Tempo hoch ist, also ist sehr spektakulär. Ja. So eine super Veranstaltung braucht es sicher auch Sponsoren und so, oder? Also wir haben drei Sponsoren, wir haben noch drei Helfer vom Verein und Sponsoren, die uns jedes Jahr unterstützen. Wir haben dort einen guten Pool von Firmen und da möchte ich mich recht herzlich bei allen bedanken, die jedes Jahr wieder mitmachen und uns so treu halten. Ja, also wir haben Geldpreise eigentlich bei der Herrenkategorie oder bei der lizenzierten Kategorie. Die sind festgeschrieben vom SRB, vom Schweizerischen Radfahrerverband. Also der Sieger bei den Herren zum Beispiel kriegt 500 Franken. Und so geht es dann nachher. Die ersten 30 Leute kommen immer Preise über. Bei den Schülern haben wir Naturalpreise, sehr schöne. Dort lassen wir uns auch einiges kosten. Also alle miteinander haben wir auch ein Budget für 500 Franken. Und dann kommt jeder, der mitfährt, kriegt einen Preis.